dieser Motorensound, ne, der ist abartig geil. Mann, ey, ich bin so ein Körperklaus. Das kann doch nicht sein. Nein, zu früh eingelenkt. Ey, das Auto wäre in 1000 Teile zerschellt, sage ich euch. In 1000. Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einer brandneuen Challenge hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Retro-Fahrzeug. Und zwar dem BMW Williams aus dem Jahr 2003. Mit diesem optisch und auch akustisch sehr, sehr geilen Fahrzeug ist zu seiner Zeit Ralf Schumacher hier in Monaco eine Pole Position gefahren. Und ja, wie ich das herausgefunden habe und wie ich mich selbst bei dieser Challenge hier angestellt habe, das habe ich euch in den folgenden paar Minuten zusammengeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wikipedia hat mir gesagt, dass Ralf Schumacher zu seiner Zeit hier auf dieser Strecke in diesem Jahr mit genau diesem Fahrzeug einer 1:15.259 gefahren ist. Das wird unsere Zielzeit sein und wir werden uns jetzt hier versuchen, einen abzurackern, um diese Zeit zu unterbieten. Lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, falls ihr Bock habt auf diese Challenge. Ich bin gespannt, wie schwer das sein wird. Ich bin gespannt, wie bodenlos das Ganze sein wird. So, schau mal kurz auf die Leaderboards und wir sehen, ich bin mit dem Braun GP aus dem Jahr 2009 hier schon meine PB gefahren. 1:12.1. Diese Zeit werden wir heute logischerweise nicht erreichen, denn wir wissen alle, dass der Braun aus dem Jahr 2009, der hatte... der war deutlich schneller als der BMW aus dem Jahr 2003. Nichtsdestotrotz werden wir das Ganze natürlich erstmal mit dem gleichen Setup angehen, um zu gucken, ob das vielleicht doch in irgendeiner Weise funktionieren könnte. Ich meine, so unterschiedlich ist das sicherlich auch nicht, was hier die Setups angeht. Ja, das sieht doch alles relativ solide aus, wobei hier 90:54, das ist ja mal sehr, sehr interessant. Das lassen wir einfach mal so. Wir lassen das Ganze einfach mal so und testen einfach mal, ob das Ding, beziehungsweise ob das Setup hier mit dem BMW aus dem Jahr 2003 anwendbar, beziehungsweise fahrbar ist. Lassen wir mal auf die Strecke gehen. Boah, dieser Motorensound, ne, der ist abartig geil. Okay, alles klar. Ja, Turn 1 kann man auf jeden Fall schon mal anders nehmen, das wissen wir. Aber dieser Sound, ne? Der ist Hammer. Ich fahre hier wieder wie Kraut und Rüben. Okay, okay. Okay, die erste Runde 1:18.7. Die war aber vorne und hinten nicht gut. Ah, okay, okay, ja. Du... Wenn du zu hart aufs Gas gehst, dann kommt er dann doch. Ich dachte die ganze Zeit eben so, okay, vielleicht ist es ja möglich, ein bisschen früher aufs Gas zu gehen, aber nein, kannst du leider vergessen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Setup nicht so geil ist, also da müssen wir nochmal in die Garage gehen, weil das stimmt irgendwie noch nicht, vorne und hinten. Gewichtsverteilung auf 8, Reifendruck alles auf niedrig. Hm. Schwierig zu sagen. Ja. Probieren wir das Ganze doch nochmal so. Nein, wieder ausgebrochen hier an der Stelle. Oh, sehr, sehr schöner Turn 1. Da sind wir fast sogar auf Braun GP Niveau. Guck mal hier, das Auto kann ja einlenken. Ohne auszubrechen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das war zu tief. Okay, jetzt in der Passage haben wir echt viel Zeit verloren gegenüber unserer Braun-Zeit. Aber wir dürfen die Fahrzeuge nicht miteinander vergleichen. Hier schön drüber räubern. Nein, zu tief reingegangen. Boah, da fehlen uns 8 Zehntel.
8 Zehntelsekunden fehlen uns da. Eins, 15, 2, 5, 9. 8 Zehntelsekunden sind wir davon entfernt. Na, hier in der letzten Kurve in der Rastkasse muss ich aufpassen. So, jetzt aber, komm schon. Oh, ich habe einen Double Shift gemacht. Ach, ungültige Rundenzeit, Mann. Boah, sehr, sehr schöner Turn 1. Komm hier auf der Geraden, ey. Da ziehen wir den Braun sogar ab. Der hat richtig Power, der Wagen hier. Boah, quer gekommen. Kurve noch bekommen. Ah, auch hier ein Quersteher eingebaut, aber die Runde, die ist noch okay. Okay, alles gut, alles gut. Ah, ist noch gültig, ist noch gültig. Raskas. So, jetzt aber, wo bleibt die Zeit stehen? Wo bleibt die Zeit stehen? Es ist die 1:15:3! Nur eine Zehntelsekunde hinter Ralf Schumachers Pole Position. Das gibt's doch nicht. Eine Zehntelsekunde. Das Problem hatten wir doch letztes Mal schon in Spanien. Ach, komm. Nee, aber... Ich merke das, wir sind nah dran. Da fehlt nicht mehr viel. Eine Zehntelsekunde, Mann. Eine Zehntel. Das ist machbar, definitiv. Ah, der Turn 1, der war richtig lecker. Schaut mal oben links auf Delta. Nein. Ah, der Exit, der hätte besser sein können, aber die Runde ist bisher richtig gut. Nein, zu früh eingelenkt. Ey, das Auto wäre in 1000 Teile zerschellt, sage ich euch. In 1000. Ich habe zu früh eingelenkt. In die Wand rein, in die Wand rein. So kann ich keine Runde drehen. Nein, das... Das sehe ich ja schon im Ansatz, dass das nicht funktionieren kann. So, Bremspunkt Turn 1. Das ist gar nicht mal so easy. Ah ja, haben wir schon mal besser gesehen. Haben wir schon mal besser gesehen, egal. Ah, sieht nicht schlecht aus. Die Runde ist bisher echt gut. Komm schon, Bremspunkt finden hier. Ja. Jawohl. Nein, wie bremse ich denn da? Mein Gott, ich bremse zu früh. Ich bremse zu früh und ich bremse zu hart. Ey, das wäre sie doch schon gewesen, die Runde. Mann, ey, ich bin so ein Körperklaus. Das kann doch nicht sein. Ey, immer in dieser langsamen Passage im Mittelsektor, ne? Da habe ich solche Struggles, Mann. Es ist echt schwer. Haben wir schon mal besser gesehen. Mm.
Na, hat mir nicht so gut gefallen, die Passage. Kann man besser machen. Jawohl. 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 Die Runde war doch gut. Wo bleibt die Zeit stehen? Jawohl. 1:14.654. Ralf Schumacher wurde pulverisiert, aber richtig pulverisiert. Boah, 0,16 Sekunden haben wir dem aufgedrückt. Schauen wir uns das hier nochmal an. Tja, 1:14.654. Damit haben wir Ralf Schumachers Zeit absolut ins Jenseits befördert. Tja, wir sind natürlich nicht an die Zeit von Braun GP rangekommen, aber das hätte mich jetzt auch gewundert. Und ja, ich muss sagen, das war deutlich einfacher als die Runde in Barcelona da, die Fernando Alonso rausgehauen hatte. Also da, boah. Da musste ich mich echt richtig strecken. Hier, das war deutlich humaner, aber jetzt auch nicht komplett easy. Also man musste durchaus schon ein paar Versuche reinstecken. Nichtsdestotrotz ist das Video damit erfüllt. Challenge completed. Ich hoffe, euch hat die Challenge hier und heute Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das unterhalten. Lasst dieses Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr weitere Challenges sehen wollt, schreibt mir unten in die Kommentare rein. Falls ihr spontan eine Challenge im Kopf habt, die ich möglicherweise auch mal austesten könnte. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns sicherlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.